Hallo an alle Gartenfreunde und herzlich willkommen im bunten Nutzgarten und zum nächsten Video. Heute mal ein Thema, was höchstwahrscheinlich etwas kontroverser wird, nämlich das Thema F1-Hybride im Garten. Das ist was, wo ich sehr häufig Kommentare zu bekomme, sowohl auf Instagram als auch auf YouTube. Und da wollte ich einfach mal kurz erklären, wie ich das im Garten handhabe, wo ich auf F1-Hybride zurückgreife, wo nicht, wo für mich die Vorteile und die Nachteile liegen. Und da einfach mal kurz erklären, wie ich das Ganze bei mir im Garten mache. Erstmal ein, zwei Basics vorneweg. F1-Hybride sind keine Gentechnik. Das ist was relativ häufig behauptet wird, was aber einfach faktisch gesehen nicht stimmt. Bei mir wächst keine gentechnisch veränderte Sorte im Garten und ich werde mir auch nie eine gentechnisch veränderte Sorte in den Garten holen. F1-Sorten sind dahingehend also schon mal keine Gentechnik. Was bei F1-Sorten zutrifft, ist, sie sind nicht über Samen vermehrbar. Das bedeutet, sobald ich eine F1-Sorte im Garten habe, bin ich gezwungen, im nächsten Jahr wieder Saatgut zu kaufen und kann das Saatgut nicht selbst vermehren. Ob das jetzt bei Tomaten ist, wo die Saatgutvermehrung etwas einfacher ist, oder ob das bei Kohlarten ist, wo sie etwas schwieriger ist oder etwas langwieriger ist, das funktioniert nicht, F1-Hybride mit Saatgut zu vermehren. Und das ist ein Punkt, der für viele der Auslöser ist zu sagen, ich möchte keine F1-Hybride im Garten haben, weil das keinen nachhaltigen Ansatz verfolgt, weil ich eben jedes Jahr das wieder neu kaufen muss und das nicht selbst nehmen kann. Das ist was ich absolut verstehen kann. Für mich selbst macht das allerdings überhaupt keinen Unterschied, weil ich sowieso kein Saatgut nehme. Das ist auch eine Geschichte, die hauptsächlich daran liegt, dass ich hier von dem, was ich mache, absolut an meiner Grenze bin, wo ich mehr nicht machen kann in Sachen Selbstversorgung. Also die Fläche, die ich hier bewirtschafte, ich ziehe das alles selbst vor, ich verwerte das alles selbst, ich halte den ganzen Garten hier halbwegs in Ordnung, gießen, pflanzen, säen, ernten, Unkraut, hacken, was weiß ich, was halt alles ansteht. Und ich habe faktisch gesehen keine Kapazität, jetzt zusätzlich auch noch Saatgut zu nehmen. Hätte ich nur den Garten, würde ich es vielleicht hinkriegen, aber nebenbei muss ich auch noch ein bisschen Geld verdienen, habe meinen Haushalt und so weiter. Ich habe hier im Garten immer mal wieder ein bisschen Hilfe, aber so den Hauptanteil am Gärtnern hier mache ich selbst. Und da muss ich einfach sagen, ich kriege das nicht hin, selbst wenn ich es wollen würde. Würde ich mich jetzt dem Thema etwas mehr widmen, müsste ich irgendwie gucken, dass ich hier etwas weniger anbaue oder auch arbeitsintensivere Kulturen vielleicht nicht so viel anbaue. Aber so wie es im Moment ist, sage ich, es ist aktuell für mich überhaupt nicht auf der Tagesordnung zu sagen, ich will Saatgut nehmen. Früher habe ich das bei Tomaten mal gemacht, da bin ich aber mittlerweile auch von weg. Was einfach daran liegt, dass bei den Tomaten irgendwann auch Verkreuzungen aufgetreten sind und die Sorten angefangen haben, sich zu verändern. Das habe ich auch immer nur für mich selbst gemacht, habe das Saatgut auch weder verkauft noch sonst was. Und die Sorten waren einfach irgendwann nicht mehr das, was ich ursprünglich gekauft habe. Dann hätte ich mich wieder viel mehr darum kümmern müssen. Bei Tomaten muss man dann mit so Säckchen die Blüten verhüten, muss unter Umständen auch mit der Hand bestäuben, gucken, dass man das richtig ausselektiert. Also das ist wirklich kompliziert, wenn man Sorten wirklich erhalten will. Wer das machen möchte, kümmert euch auf jeden Fall mal drum, schaut euch an, wie man das macht. Das ist eine tolle Sache, vor allen Dingen alte Sorten zu erhalten. Aber für mich ist das hier einfach im Garten nicht machbar. Und deshalb fällt für mich der einzige wirkliche Nachteil an F1-Hybriden für mich schon mal weg. Und es bleiben für mich in meinem Garten, für das, was ich hier tue, nur die Vorteile übrig. Wie gesagt, ich verstehe den Ansatz zu sagen, ich möchte nicht, dass ich Sorten im Garten habe, die ich nicht selbst vermehren kann. Kann ich absolut verstehen. Bei mir im Garten ist es ein bisschen anders. Und jetzt kommen wir mal zu dem Thema, wo habe ich denn F1-Sorten im Garten und wo nicht. Und hier hätten wir zum Beispiel schon mal so einen, nämlich den Zuckermais. Das ist eine Kultur. Ich habe ein paar Jahre lang wirklich ausschließlich samenfest gegärtnert. So von 2014, 15 bis 2017. Das waren auch die ersten zwei, drei Jahre, wo ich hier im Garten war. Und da war der Mais so eine Kultur, wo ich nie Erfolge hatte. Über mehrere Jahre, die Pflanzen sind alle nicht groß geworden. Es waren teilweise überhaupt keine Kolben dran, dann waren die Kolben wirklich winzig, dann waren sie nicht richtig bestäubt und dann war am Ende fast nichts zu ernten und das über mehrere Jahre und da hatte ich eben samenfeste Sorten. Und dann stand ich eben vor der Entscheidung, fliegt der Mais jetzt bei mir aus dem Programm raus oder versuche ich es mal mit einer Hybridsorte. Ich habe eine Hybridsorte probiert und seitdem ist Mais eine der verlässlichsten Kulturen bei mir im Garten. Da passiert eigentlich nichts, also außer ein ganz schlimmer Hagel
kann ich mir nicht vorstellen, was mir irgendwie eine Maisernte verhageln sollte, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da hat für mich eben dieses Zurückgreifen auf eine F1-Sorte absolut dazu geführt, dass eben die Ertragssicherheit beim Mais da ist. Und ähnlich ist es auch bei den Tomaten. Ich habe es in einem Tomaten-Update und auch in einem Gartenrundgang schon mal erwähnt. Ich kann die Tomaten nicht unter Dach anbauen, weil bei mir einfach der extreme Sandboden so sandig ist, dass der Boden wirklich permanent den Regen, der fällt, abbekommen muss, dass der Boden nicht komplett austrocknet und alles an Nährstoffen und Bodenleben kaputt ist. Deshalb kann ich hier nichts überdachen. Auch im Gewächshaus habe ich immer wieder Probleme damit. Da ist aber auch noch eine andere Erde drin. Und hier habe ich eben dann immer wieder das Problem, dass ich in nassen Jahren eben mit der Krautfäule Probleme habe und mich auf die allermeisten samenfesten Sorten nicht verlassen kann. Ich habe in diesem Jahr, nur mal um als Beispiel das jetzt zu nennen, 40 Tomatensorten und zwei davon sind Hybridsorten. Und diese zwei Hybridsorten sind die Filovita und die Filona. Das sind die zwei Sorten, die mir wirklich praktisch garantieren, dass ich bis zum Frost Tomaten ernten kann, eben auch in nassen Jahren. In trockenen Jahren funktionieren meine samenfesten Sorten wunderbar. Ich habe eine richtig tolle Vielfalt an Geschmack, an Optik und bin total froh, dass ich eben diese vielen verschiedenen Sorten hier anbauen kann. Aber durch die Filovita und die Filona habe ich eben auch in nassen Jahren die Ertragssicherheit, dass ich bis in den Herbst Tomaten ernten kann. Das würde bei mir selbst bei den angeblich resistentesten Freilandsorten im samenfesten Segment nicht funktionieren. Die sind in nassen Jahren bei mir dann alle spätestens im August kaputt. Eine weitere Kulturengruppe, wo bei mir samenfeste Sorten wirklich nicht funktioniert haben, sind Zucchini und Gurken. Das ist so eine Geschichte, wo ich immer wieder höre, die tragen sich doch dumm und dämlich. Was brauchst du da, F1-Hybride? Ich hatte hier samenfeste Zucchini-Sorten, mehrere, fast 10 Stück, über 3, 4 Jahre. Die haben 2 bis 3 Früchte getragen und danach kam nichts mehr nach. Die sind wirklich winzig gewachsen, hatten kaum Ertrag, sind ultraschnell krank geworden. Ein Regen hat gereicht und alles war voller Mehltau. Und da habe ich dann auch eben gesagt, ich probiere es mal mit einer F1-Hybrid-Sorte. Und schon hat es funktioniert, sowohl bei den Gurken als auch bei den Zucchini, bei mir auch nicht mehr wegzudenken. Und der vierte Bereich, wo ich wirklich regelmäßig F1-Hybride habe, sind die Kohlarten. Auch da habe ich über Jahre gedacht, dass die einfach bei mir im Garten nicht wachsen wollen. Rosenkohl ist 20, 30 Zentimeter hoch geworden und es war Schluss. Weißkohlköpfe sind ein halbes Kilo schwer geworden oder vielleicht mal 1 oder 2 Kilo, wenn sie sehr groß waren. Blumenkohl hat keine Köpfe gebildet, Brokkoli hat keine Köpfe gebildet. Und auch hier dann der Umstieg auf F1-Hybride, hauptsächlich F1-Hybride. Auch da habe ich immer mal wieder samenfeste Sorten dabei. Und schon funktioniert es. Also auch sämtliche Kohlarten sind bei mir sehr zuverlässig im Ertrag und funktionieren, seit ich F1-Hybride verwende, wirklich richtig gut. Wo ich wirklich keine Hybridsorten brauche, ist bei Kürbis und auch bei den Zuckermelonen oder Honigmelonen. Da funktionieren bei mir die samenfesten Sorten richtig gut. Also ich habe zum Beispiel mal den Test gemacht bei den Butternut-Kürbissen, die Sorte Waltham Butternut und die Sorte Tiara oder Tiana. Und da war wirklich die Waltham Butternut, die samenfeste Sorte, viel ertragreicher, viel gesünder auch, hat einen kräftigeren Wuchs. Da war es bei mir dann wieder genau umgekehrt. Also bei den Kürbissen habe ich manchmal eine F1-Sorte dabei, wenn ich einen Spaghetti-Kürbis haben will, weil da hat es mit samenfesten Sorten bei mir noch nicht funktioniert. Aber ansonsten Hokkaido-Kürbis, Butternut-Kürbis und auch sogar Riesenkürbisse, muss ich sagen, funktionieren bei mir die samenfesten Sorten genauso gut oder teilweise sogar noch besser wie Hybridsorten. Da bleibe ich dann bei den samenfesten. Und das Gleiche gilt auch für Paprika. Das ist so eine Kultur, wo ich wirklich von vielen Leuten schon gehört habe, dass das so ziemlich die einzige Kultur ist, wo sie auf F1-Hybride zurückgreifen. Bei mir muss ich sagen, die samenfesten Sorten funktionieren mindestens genauso gut, teilweise sogar noch besser. Da habe ich hier von meinem Nachbarn immer mal wieder Pflanzen bekommen, die dieses Jahr sind alle von meinem Nachbarn. Er hat die damals aus Rumänien mitgebracht, als er hierher kam. Die vermehrt er seit 30 Jahren regelmäßig weiter. Teilweise sind immer mal wieder Pflanzen dabei, wo dann ganz andere Früchte bei rauskommen, als man das denkt. Aber die meisten sind wirklich so, wie sie ursprünglich auch mal waren, haben einen tollen Geschmack, sind total ertragreich, sind auch sehr ertragssicher. Zu dem Thema kommen wir auch gleich noch. Und auch hier
brauche ich keine F1-Hybride, probiere ich immer mal wieder aus, ob da irgendwas besser funktioniert, aber da kommt für mich an diese armfesten Sorten wirklich gar nichts ran. Und um das Ganze nochmal so in Zahlen zusammenzufassen, nicht mal 10% der Sorten, die ich im Garten jedes Jahr verwende, sind F1-Hybride, aber bei den knapp 10%, die eben dabei sind, habe ich für mich noch keine samenfeste Alternative gefunden, die mir verlässliche Erträge bringt. Und da liegt eben genau auch mein Ansatz. Was ich hier mache, ist wirklich der Versuch der Selbstversorgung mit Obst und Gemüse. Und das funktioniert bei mir hier in meinem Garten, so wie ich es im Moment mache, 10 bis 11 Monate, dass wir, also meine Familie und ich, im Sommer 6, vielleicht auch mal 8 oder 10 Personen und im Winter ungefähr 4 Personen, nichts an Obst und Gemüse kaufen müssten. Ich kaufe trotzdem mal Orangen oder Mandarinen im Dezember, aber ansonsten ist das meiste, was wir essen, eben saisonal zu dem, was halt gerade da ist im Garten. Und das ist auch wirklich genug. Aber in der Selbstversorgung, anders als jetzt im normalen kleinen Hobbygarten, ist für mich eben die Ertragssicherheit von besonderer Wichtigkeit. Weil ich möchte eben so wenig wie möglich zukaufen und möchte mich auch so vielfältig wie möglich damit selbst ernähren. Und in dem Moment, wo eine Kultur bei mir im Garten nicht funktioniert, habe ich entweder die Möglichkeit zu sagen, ich streiche es aus der Ernährung, weil ich es selbst nicht herstellen kann, oder ich habe die Möglichkeit zu sagen, ich kaufe dieses Produkt eben nach. So mache ich es zum Beispiel bei Zwiebeln, weil die bei mir einfach nicht wachsen wollen. Ich kann machen, was ich will. Also Zwiebeln ist so eine Kultur, das kaufen wir halt. Aber alles andere habe ich eben da, wo es nicht funktioniert, außer bei Zwiebeln und Knoblauch, eben mit F1-Hybriden so weit hinbekommen, dass ich eben alles, was hier in unseren Breiten wächst, auch anbauen kann und verlässlich ernten kann. Und in dem Moment, wo eine samenfeste Sorte bei mir nicht wächst und ich sage, ich baue sie nicht an, würde ich zukaufen, würde ich im Zweifelsfall auch ein F1-Hybrid dann eben als fertiges Produkt, egal ob im Bioladen oder in Discountern, dann eben kaufen und dann kann ich es auch selber machen. Und das ist dann eben so der Punkt bei den Kohlarten, bei den Freilandtomaten, Zucchini, Gurken und Mais, wo ich sage, bei mir sind die F1-Hybride in diesen Bereichen aus meinem Garten nicht mehr wegzudenken. Aber wie gesagt, das ist nur ein kleiner Prozentsatz. Ansonsten ist das Hauptsortiment sozusagen, auf das ich hier zurückgreife, nach wie vor samenfest und fast alles funktioniert ja wunderbar. Wenn ihr da jetzt noch Fragen zu habt, gern rein damit in die Kommentare. Ich weiß, dass da jetzt sehr viele negative Kommentare kommen. Aber wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, gern rein damit. Ansonsten abonnieren nicht vergessen, Like-Button drücken. Abonniert mich auch gerne auf Instagram, bunter.nutzgarten, für jeden Tag neue Updates hier aus dem Garten. Und bis zum nächsten Video.